Hallo und herzlich willkommen bei einem Spiel der Spitzenklasse aus unserer Liga 2B vom zweiten Spieltag. Die Trainer haben sich gewünscht, dass wir dieses Spiel nachkommentieren und das werden wir tun. Meine Güte, sind das hübsche Elfenjungs. Ja, die treten heute an gegen die Mystic Stars, gegen die Mystic Fall All Stars. Ja, woher kommt wohl dieser faszinierende Name vom Trainer Skydiver? Ja, wer kennt wohl diese Stadt aus Amerika? Man wird es sehen, man wird es sehen. Beide Teams sind hier in meinen Augen für einen Sieg zu haben. Und wir beginnen nun natürlich diese schöne Runde. Mir zur Seite heute steht der liebe Eike, unser Capo der vierten Liga. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Das freut mich doch immer. Und wir sehen jetzt schon, wir gehen in die Aufstellungsphase. In der Verteidigung heute die Pro-Elfen von Quittenbaum, Elf Bonjour, gegen Skydivers, bösartigen Jungs. Ja, was haben wir hier? Wir sehen bei Elf Bonjour einen Zauberer und ein Budweiser-Babe. Auf der anderen Seite natürlich der berühmte Nekromant Skydiver. Die Aufstellung wird gemacht. Wir sehen eine Standardaufstellung der Elfen, eine Abwehraufstellung, zentral in der Mitte mit drei vorne. Sehr interessant. Und dagegen stellen sich die Untoten auch einigermaßen standardmäßig auf. Oder was sagst du? Ja, ich habe jetzt Untote noch nicht so viel gespielt, aber ich denke schon, dass das so ist. So, ja, die Wölfe halt relativ... Das wundert mich, dass der den Wolf in die Mitte gestellt hat, also den Werwolf. Und nicht, wie auf der anderen Seite, den Rotter eher in die Mitte. Ja, er hat den Wolf in der Mitte sitzen, weil er da die Klauen der Wilde halt durchstoßen. Er hat rechts hinten den Wolf mit Stärke ab. Das ist sein Blitzer. Also der Tyler Lockwood ist der Blitzer. Mason Lockwood, der zweite, ist halt sein neuerer Werwolf. Der ist ein bisschen schwächer gelevelt, deswegen steht er eher zentral, eher abgesichert. Man sieht ja, dass Nikolaus Mikaelsson hier mit Unterstützen direkt daneben steht. Zweimal unterstützen, ne? Ja. Die Lexi, die Caroline. Und dann hier, man sieht halt, wie wirklich alles sich, wie er sich sehr gut positioniert. Wir fangen jetzt mal an, liebe Zuschauer. Wir sehen halt eine Standardaufstellung und man sieht jetzt einen schnellen Zug. Das bedeutet, er darf einfach nur einen unter den Ball stellen, wenn es losgeht. Und er darf mit jedem ein Feld sich bewegen. Natürlich geht er da nach vorne, um noch ein bisschen mehr Bedrohung zu stellen. Und dann beginnt natürlich der Zug. Ball ist natürlich nicht gefangen, das passiert dann meistens. Und wir sehen jetzt hier, wie es standardmäßig ist, die schönen zwei Wurfblocks an der Line. Die Eröffnung ist natürlich, liebe Zuschauer, sehr interessant, weil sie halt einfach standardmäßig ist. Nur man sieht jetzt zwei Blocks von vier möglichen, die er machen konnte, sind geklappt. Jetzt kommt natürlich noch gleich der Blitz. Wie ich es dir auch gesagt habe, du siehst, der blitzt immer meistens mit hier Tyler Lockwood. Mhm. Dafür ist er ja auch ausgelegt, mit dem stärker Tackle ausweichen, also das ist einfach ein Monster. Ja, und das Schieben war jetzt echt schön. Mit dem, man sieht, gegen einen Standfesten. Ja. Das hat er sehr gut abgepasst. Aber ihr habt auch gesehen, wie er hinten reingerannt ist. Da sieht man die Erfahrung von Skydiver. Jetzt was zur Vita von Skydiver. Skydiver steht wohl auf die Untotenmannschaften, die man spielen kann. Jetzt spielt er hier sein Team. Aber vorher war er jahrelang einer unserer wenigen Camry-Coaches. Da haben wir die Camry-Erfahrung, die natürlich auch viel mit Big Guys spielt. Und jetzt halt ein Team, wo er eher auf Surfen, auf Rasen und andere Sachen geht. Und man sieht jetzt, seitwärts. Ja. Super geiler Zug von, das ist unserem Pro-Elfen-Spieler. Ihr habt gesehen, ein Pro-Elf, der so gut ausgestattet ist, 88 SSP, rennt einfach seitwärts vorbei, hinter die Linie und greift den Ballträger an. Das ist natürlich, das ist faszinierend. Das ist das, was man sehen will, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hättest du... natürlich auch mal Spaß, nicht nur die Prügelei zu sehen, sondern auch mal, so zügig, dass so ein Elf an einem Verfluchten vorbeihuscht. Und da sieht er... Ein Wolf ist nicht schafft. Und ein Wolf ist nicht schafft, genau. Und schon wieder ein Wechsel. Das war jetzt sehr
unvorsichtig. Er hätte vorher die sicheren Züge machen müssen und dann diese Bewegung. Aber man sieht jetzt hier wirklich, wie dieser Aufbau sich aufbaut. Also es ist standardmäßig, es wird hier schön weggeblockt. Ihr seht, er stellt halt sehr viel ran. Er möchte halt immer diese zwei Würfelblocks haben, unser Pro 11. Da war der Reroll ihm eigentlich unnötig. Er hat halt nicht viele, aber er wollte ihn halt einfach wegkriegen. Schieben hat ihm da nicht gereicht. Und du siehst jetzt, seitwärts wird wieder positioniert, damit ja nicht der Herr so weit rauskommt. Und er dodgt immer weg. Also man sieht Pro 11, liebe Zuschauer, die sieht man selten. Aber Quittenbaum spielt Pro 11 in der zweiten Liga. Und ihr seht, er hat ein sehr gutes Team. Und okay, Lexi... Da ist erst raus. Ja, Lexi ist raus. Ja, alles Namen aus der Serie Vampire Diaries. Übrigens, als Fun Fact, wo ich das kenne, keine Ahnung. Ich beschäftige mich halt mit den Trainern und gucke, wo sie herkommen. Obwohl ich diese Serie sogar mal empfehlen kann als Vampir-Serie. Aber nicht im Fernsehen, sondern als DVD-Fassung. Weil die dann ungekürzt ist. Hat er sein Pool befreit? Auf jeden Fall. Jetzt baut er hier einen Sideline-Cage. Nein, er baut sogar einen richtigen Cage, was gefährlich ist, weil hier dieser Zombie ist natürlich in Surfgefahr. Eric Saltzman. Du siehst, er setzt auch alles daran. Er will nicht, dass diese Gefährlichen wegkommen. Vielleicht wird er auch da hinten noch treten, weil diese Figur hinten, wenn ihr mal seht, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Boah, wie viel... Guckt ihr mal bitte den Fänger hinten an, wie viel Doubles der geworfen hat. Ja, das ist... Der muss... Und der Feuerball. Nein! Bonnie Bennett verletzt! Das ist ein... Das wollen wir hier nicht, eigentlich nicht sehen, die arme Bonnie. Die alte Hex. Aber sie ist verletzt. Oh, und der Verfluchte ist gelähmt. Das ist schon mal ärgerlich. Demon Salvatore auch verletzt. Kann sich aber noch regenerieren. Da ist das Nachteil dieses Teams, ne? Wenn man sieht, Ghoule sind die, die keine Regeneration haben, oder? Nein, Ghoule sind die einzigen Untoten, die keine Regeneration haben. Es ist natürlich hart, ne? Aber sie sind bei Klopper-Teams auch relativ beliebt. Ja, das stimmt. Aber er ist halt ein normal geskillter Ghoul, ne? Der hat halt auch noch kein Double gehabt, also gut. Sidestep ist nervig, aber... Guck dir dies an, dieser Pass, dieser super schöne Pass. Und jetzt stolt er. Das ist... Das würde ich auch sagen. Ja, wird man noch nicht sehen, ob er das holen wird. Der Werwolf, er muss halt den Werwolf wegkriegen. Der Werwolf kann durch... Ja, das wird man sehen. Blitz auf den Werwolf. Na, der hat Ausweichen. Ja, der Werwolf ist... Das ist ein Plotscher. Ich bitte, den kriegst du nur mit einem Powdown. Also, das ist einfach hier geil. Also, man sieht jetzt... Mit einem Tackler dran. Ja, stimmt auch wieder. Und man sieht die Schwäche der Elfen. Gelebt. Der Go for it da. Aber er wollte ihn setzen, damit der Werwolf, er musste zwei Go for it machen, dann hätte der Werwolf einen kleinen Bogen laufen müssen. Aber gut, wir werden sehen, wie geht er jetzt vor. Wir sind Anfang Zug 4. Erstmal vom Rand weg, das ist gut. Surfgefahr beenden. Dann wird geschoben, was auch in Ordnung ist. Somit hat er wieder einen Spieler frei. Spieler wird nach hinten positioniert. Der Blitz kommt... Ja. Auf jeden Fall erstmal schön die zwei Würfelblocks wegmachen hier an der Seite. Man sieht jetzt, es wird nach hinten verlagert. Er muss natürlich jetzt durch. Und wir wissen jetzt, er muss eigentlich hier vorne blitzen. Hier hinten in diesem Bereich. Das macht er auch. Das macht er gut. Aber ich hätte jetzt gesagt, er macht den vorderen. Er hat also schon aufgegeben, dass er da durchkommt, ne? Also das siehst du. Er hätte ja auch versuchen können, weiter nach hinten, dass da nicht gestolt wird. Ja. Er hat jetzt auch nicht mit Mason Lockwood angegriffen. Das hat er vergessen. Mason Lockwood hätte auf jeden Fall einen... mindestens einen Einwürfelblock auf Dutzend gehabt. Okay. Und wieder das Wegdodgen. Und BAM! Ja, und da sind die Rerolls alle weg bei dem Post. Es ist einfach nur... Dieses... Ihr seht jetzt hier, es ist mal ein Spiel, wo es nicht darum geht... Teil und ihr seht den Touchdown. Das war ihm zu unsicher. Quittenbaum führt. Faszinierender Spielzug auf jeden Fall. Und man sieht, wie dieser Pro 11, ne, mit einem Finger diesen Ball balancieren kann. Das hat er gut gemacht. Natürlich schöne menschliche Cheerleaderin. Hätte ich auch nicht anders bei Pro 11 erwartet.
Und jetzt. Der K.O. bleibt liegen. Ja. Die Aufstellung. Aber er hat ja einen Ersatzspieler gehabt. Genau. Dann das bedeutet. Zwei Ersatzspieler, oder? Auf der Seite des. Auf der Seite von unseren schönen Herren sind zwei Ersatzspieler gewesen. Genau, als der Untote hatte zwei Ersatzspieler. Ja, und man sieht jetzt hier wirklich. Währenddessen auf der anderen Seite natürlich Pro Elfen. Feuerball ist weg. Man sieht immer noch, die haben noch, er hat noch immer seinen Gastspieler, also die Pro-Elfen sind ja mit einem weniger angereist. Aber wir warten jetzt mal ab auf die Situation. Wir sind jetzt noch in der Aufstellungsphase. Was wird jetzt passieren? Ihr seht jetzt, wie natürlich jetzt die Mystic Stars All, also die Mystic Fall All-Stars, entschuldigt meinen Aussprachfehler manchmal. Deswegen, wie sie sich aufstellen. Man wird jetzt überlegen, was jetzt passieren kann. Wieder dieselbe Aufstellung bei den Pro-Elfen. Anstoß-Event. Und natürlich sind die Fans sauer, klar. Sie rennen auf den Platz. Eieiei, und das tut weh. Das tut wirklich weh. Drei bei den Pro-Elfen ausgenockt. Drei auf der anderen Seite. Ja. Und der hat beide Pro-Elfen rausgekriegt, ne? Ja, also man sieht jetzt. Es ist natürlich schon gemein. Es ist wirklich gemein. Die Werwölfe dürfen nicht mitspielen. Das wird hart werden. Was das Skydiver noch rausmachen kann. Aber man sieht jetzt, er baut sich hier erstmal sicher auf. Er will jetzt definitiv noch einen Touchdown durchspringen. Vielleicht mit einem sicheren Cage. Jetzt nimmt der Verfluchte Versuch, den Ball aufzuheben. Schafft es natürlich nicht. Jetzt kommt ein Reroll. Nein, es kommt kein Reroll. Lieber Skydiver. Das hätte ich jetzt anders gemacht. Aber gut, wird man sehen. So, und jetzt ist Elf Bonjour dran. Wenige Spieler sind da. Elf Bonjour versucht natürlich jetzt wieder, ja, wir bedrohen mal wieder, er rennt wieder seitwärts vorbei. Man sieht diese Bewegungsgeschwindigkeit, dieser Fänger. Bewegung 9, Stärke 3, Gewandtheit 5. Was für ein Monster. Ja. Und K.O. K.O. Ja, keine Rerolls mehr. Und jetzt ist es an der Sache. Jetzt kann man natürlich mit dem Werwolf, könnte man hinten die Bedrohung weghauen. Natürlich muss er aber jetzt auch sehen, dass er an den Ball kommt. Er sollte jetzt gucken, dass er was absichert. Und man sieht, er sichert. Huhuhu, das wird noch hart werden. Jetzt wird nach hinten belegt. Man sieht jetzt, er stellt jetzt einen ran. Das ist aber trotzdem nicht so schlimm, weil das Ausweichen ist eigentlich nur sehr schwach daran. Er macht einen Zwei-Würfel-Block. Bringt ihm natürlich gar nichts, weil der Herr hat Ausweichen. Schiebung reicht nicht. Er schiebt nach hinten. Ah, wird draufgehauen. Ja, das wäre auch genau, richtig. Genau, und jetzt mit dem Olem. Ja klar, das ist auch, er räumt jetzt halt einfach weg. Er will jetzt einfach sagen, ich muss vorwärts, ich hau mich jetzt durch. Und jetzt siehst du, es wird hinten abgesichert. Macht jetzt erstmal, versucht einen sicheren Cage zu stellen. Der Golem geht nach vorne, um einfach hier einen liegenden Spieler zu binden. Einfach den Pro-Elfen an Würfe zwingen und dann in den sicheren Cage. Skydiver spielt jetzt hier auf Sicherheit, was gefährlich ist. Er hat nur noch zwei Züge. Er muss nächste Runde jemanden in Touchdown-Reichweite bringen. Das sieht nach einem knappen und harten Spiel aus. Und man muss bedenken, danach sind auch noch die Pro-Elfen im Angriff. Ja. Das ist hier die Angriffsphase von Skydiver, liebe Zuschauer. Skydiver liegt in seiner Angriffshälfte hinten. Beide Trainer geben sich hier keinen Deut. Man sieht hier wirklich klasse Züge. Klassisches Cage bilden, Bewegungsspiel von Elfen und da schon wieder rausgedodged, Blitz, ein Würfelblock, schieben und er steht am Ballträger. Das ist so übel. Ja, aber das ist jetzt trotzdem gefährlich. Ja, man wird jetzt sehen, wie es... Weil jetzt hat er auf jeden Fall einen Zwei-Würfelblock gegen sich, auch wenn er blocken hat. Nee, er wird einen... wenn ich Skydiver wäre, würde ich dann einen Drei-Würfelblock stellen. Und dann kann er stellen, ohne Problem. Weil dieser Sack hat halt alles, was man will, ne? Ist ein Plotcher. Der geht nur zu Boden mit einer Sache. Und er hat auch noch Nerven aus Stahl. Er ignoriert ja die gegnerischen Tackle-Zonen, wenn er versucht zu passen, fangen oder abzufangen. Er ist halt gefährlich. Und er macht es nicht. Er stellt keinen Drei-Würfel-Block dran. Sondern er spielt nur einen Zwei-Würfel-Block, wo ihm Schieben reicht. Und jetzt will ich wissen, ob es Skydiver gemerkt hat, dass er im vorletzten Zug ist. Er muss was in Touchdown-Reichweite bringen. Er hat einen Werwolf in Touchdown-Reichweite. Das reicht noch nicht. Ballerübergabe auf Werwolf? Nee, kommt keine. Nee, zweiter. Das wäre eigentlich sinnvoll gewesen, würde ich jetzt sagen. Ja, er geht jetzt aber nach hinten. Guck mal, er geht nach hinten. Ja. So.
Und das Problem, was hier in Sicht ist, dass hier in dem Team der Pro 11 natürlich mehrere Leute Nerven aus Stahl haben. Das bedeutet, die werden sehr gut abfangen. Er muss hier ein Passspiel machen. Man sieht jetzt, beide Werwölfe stehen bereit in Touchdown-Reichweite. Die werden aber beide geblockt, denke ich. Ja, sicher. Also nicht geblockt, aber er wird auf jeden Fall was ranstellen. Er hat freie Ja, das Spieler. meine ich halt damit, dass er nicht so einfach, dass er auf jeden Fall einen Wurf. Aber da Okay, ist das hat wieder. sich gerade Es hat sich erledigt. erledigt. Jetzt machen wir mal eine kurze Pause vor Skydivers Zug. Es ist der achte Spielzug der ersten Halbzeit, liebe Zuschauer. Und ihr seht, er macht genau das, was wir sagen. Er versucht ein Passspiel. Er hätte jetzt aber problemlos noch sich näher ranstellen können. Also seitwärts vorbeigehen, näher ran, um das zu erleichtern. Man wird sehen, was passiert. Dann ist Lass uns mal jetzt laufen. der Touch. Wir lassen es mal laufen. Wir gucken uns mal an. Er läuft rüber. Passspiel nach vorne. Damon Salvatore hat den Ball. Und er riskiert nichts mehr. Ich würde auch in so einer Situation nichts mehr riskieren. Und dann Touchdown. Faszinierend. Toll gespielt, ihr zwei. Man sieht wirklich alles. Gut. Skydiver schnüffelt noch ein wenig um der Touchdown-Zone herum, ob alles gepasst hat. Auch er hat wunderschöne Cheerleader, ja klar, bei so vielen Vampiren und Monstern in seiner Armee drin. Wenn man die Namen zuordnet, was das für Rassen sind, ist klar, dass das schön bezirzte Mädels sind. Aber gut. Wir haben einen Verletzten, er kommt. Jetzt kommt, guck mal, der K.O. kommt wieder. Wir haben einen Ersatzspieler auf Seiten. Und jetzt ist Angriff. Jetzt baut er sich hinten auf. Er baut sich jetzt hinten auf, was gefährlich ist, weil diese Mannschaft, gegen die er spielt, Elf Bonjour, ist Touchdown gefährlich auch in einem One-Turner. Ohne Frage. Das ist richtig. Er stellt sich auf, genauso würde ich mich auch aufstellen gegen ihn, gegen Elf Bonjour in dem achten Spielzug. Und jetzt sehen wir nach hinten. Er baut jetzt den Werfer nach hinten auf. Er wird jetzt definitiv alles auf eine Karte setzen. Und man sieht, jetzt baut er sich hier auf, dass er seine Leute schieben kann. Der Vorteil von Skydiver ist natürlich, dass seine beiden Jungs standfest haben. Die lassen sich nicht schieben. Es gibt also nur einen möglichen, den er schieben kann. Das ist der Junge in der Mitte. Und er liegt vor dem Elfen. Mal gucken, was passiert. Er stellt sich hinter den Großen. Ein Würfelblock. Und erstes Schieben funktioniert. Tja, aber reicht es aus? Ich denke nicht. Oder siehst du das so? Denke ich nicht. Nein, es reicht nicht aus. Er hätte halt anders teilen müssen. Aber man sieht jetzt, das Fangen hat geklappt. Ja, und wir gehen in die Halbzeit. Ja, noch ein SSP gucke ich dann. Das ist ja besser als nichts. Auf jeden Fall, das ist Teil. Nun gut, wir warten kurz nach der Aufstellung, meine lieben Zuschauer. Da kommt auch der Herr wieder zurück. Hier kommt er auch wieder zurück. Und nach der Halbzeit gehen wir ganz, ganz kurz natürlich in unsere heißgeliebte Werbung zur Kari. Sie wollten schon immer einmal glitzern, wie manche Vampire? Kaufen Sie sich Elfenglitter, jetzt auch in der Familienpackung, für nur 5000 Zieren. Auf das auch Sie immer glitzern, wenn Sie in die Sonne gehen. Vielen Dank für diese kleine Werbung. Einer unserer Sponsoren hat uns natürlich gezwungen, diese Werbung schalten zu müssen. Glitzernde Vampire. Naja, aber wenigstens nicht in Mystic Falls. Deswegen sind wir wieder im Spiel. Wir sehen uns die Aufstellungen an. Skydiver geht in eine sehr strategische Aufstellung. Was er hier gerade macht, das geht natürlich nicht. Drei an den Außengrenzen kann er nicht haben. Ja. Da muss er noch was umstellen. Aber das Problem ist einfach, dieser kommt durch. Wann merkt Skydiver, dass er nur zwei an der Außenseite haben darf? Jetzt? Gut. Das Problem ist einfach, diese Elfen kommen überall durch. Wir werden auch. Das denke ich auch. Dass es ziemlich schwer wird. Ja, der Werwolf hinten ist richtig. Ein abfangender Werwolf. Und diese großen Jungs, die man halt mit standfest an den Seiten, ist auch gut, weil er kann die nicht surfen. Und jetzt baut sich natürlich der Pro-Elf, entschuldigt diese Sache. Pro-Elfen habe ich sehr, sehr selten bisher gesehen. Du auch, oder? Ja.
Ja. Habe ich Oh, auch noch nicht gesehen. guck meine an. Mystic for Ulcers hat einen Blitz. Das kann alles verändern. Hier an der Seite kommt ein schöner Angriff auf Doze. Und wieder nur Schiebung. Skydiver, hast du heute den Schiebentag? Nein. Das ist ein Rüstungsbrecher. Ja, und sehr schön für ihn. Somit haut er natürlich erstmal einen gegnerischen Spieler aus. Der zweite Werwolf geht auch auf die Flanke. Das kann eine Gefahr sein. Jetzt könnte natürlich unser Pro F der anderen Seite versuchen durchzukommen. Es wird alles positioniert. Ihr seht, er versucht jeden Winkel zuzumachen, dass da nicht durchgebrochen wird. Also so viele mögliche Tackle-Zonen zu stellen wie möglich. Das macht er gut. Und Elf Bonjour sagt sich, mir egal, ich renne vorbei. Ja. Super geil, so etwas zu sehen, liebe Zuschauer, das ist echt toll. Danke, lieber Sky, dafür, dass du dieses Spiel vorgeschlagen hast. Es freut mich richtig. Ein tolles Spiel. Und wieder ein Schlag. Wieder ein Schlag und wieder geht einer zu Boden. Eric Saltzman ist gelähmt. Naja, was erwartet man voll Also, von die einem? Elfen haben es heute nicht mit. Die Go for it! Die Die Go auch for jetzt. it! Nee! Alter Schwede, Doppel-Eins! Oh Mann, Und dann das. auch noch gelähmt. Bam! Na gut, was wird jetzt passieren? Der Ball liegt hinten frei. Ich würde jetzt mit einem Werwolf eiskalt mir den Ball holen. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob er es macht. Aber erstmal wird hinten ein Blitz gemacht. Er will keinen in Bedrohung haben. Siehst du? Ja, da ist das KO. Oh, und KO. Damien, die Zahlen bei ihm bedeuten einfach, so oft hat er die nachgekauft bisher, seit er in dieser Mannschaft spielt. Und er spielt die schon seit, ich glaube, sehr vielen Saisons. Ich glaube, 5 oder 6 Saisons. Kann das sein? Ja, muss man nachgucken mal. Liebe Kari, würdest du uns mal in Erfahrung bringen, in welcher Saison denn Elf Bonjour in der zweiten Liga ist? Und auch Skydiver. Aber man sieht jetzt hier, jetzt gehen die Pausen Da natürlich ist für der die... nächste raus. Eieiei, das wird jetzt weniger. Aber wir haben ja gesehen, es reichen eigentlich 2 Elfen aus, um Touchdown zu machen. Und man sieht jetzt, schafft er die Ballaufhebung? Ja, er schafft es. Und 1, 2. Ja. Und komm, komm. Sehr schön. Touchdown! Wie in der ersten Halbzeit. Der Gegenspieler, der in der Verteidigung ist, holt sich den Ball. Skydiver führt 2 zu 1. Wer hätte das in diesem Spiel gedacht? Ich hätte gedacht, hier der Sieg auf Pro-Elfen-Seite, ganz klar, aber Skydiver, richtig gute Situation. Aber auch unser Pro-Elf, gut gemacht. Ich habe übrigens ganz schnell rausgefunden, die Elf Bonjour haben jetzt ihre 4. Saison und die Mystic Falls All-Stars ihre 3. Also beide Mannschaften werden wir noch einige Zeit in unserer Liga sehen können. Das freut mich natürlich. Vielleicht schafft auch eine davon den Aufstieg die Saison in die erste. Das würde mich auch sehr freuen. Aber man wird alles noch erleben. Wieder Aufstellungsphase, wieder eine Standardaufstellung. Ja, da bekommen die All-Stars einen Wiederholungswurf. Krass, oder? Was sagst du dazu? Ja, das ist sehr schön. Skydiver hat 4 Rerolls und man sieht jetzt, jetzt wird versucht, die Line zu blocken. Ringen ist natürlich eine schöne Sache. Warum haben viele Waldelfen und viele Elfen Ringen in ihren Lines drin? Weil einfach damit machen sie Lücken in der gegnerischen Verteidigung, wo sie dann durchschlüpfen können. Deswegen nehmen sie weniger Block, sondern eher Ringen. Ist mir schon oft aufgefallen. So, und man sieht jetzt wieder. Der Pro-Elf hat sich positioniert. Der zweite Pro-Elf hat sich positioniert. Es ist natürlich übel. Der dritte Pro-Elf hat sich positioniert. Oh Mann, ist das gemein. Ist das gemein hier, oder? Also Ja, man und er sieht. kann nur einblitzen von beiden, ne? Ja, von drei Ja. möglichen. Also die 2 kann er zwar absetzen, aber man sieht jetzt. Oh, ein Cage wird gebildet von den Pro-Elfen. Die Pro-Elfen bilden ein Cage und Skydiver ist dran. Und jetzt heißt es, Skydiver stellt sich wieder vor. An die liegenden Elfen jemanden ran. Seine Jungs stehen auf. Nach hinten wird abgesichert. Wie du es auch gesagt hast, es wird gleich sicher ein Blitz auf einen davon kommen.
Und wie wir es auch sehen, es ist immer ist sein Blitzer, obwohl er heute schon ein Level gemacht hat. Also Tyler Lockwood wird nach diesem Spiel ein Level haben. Mhm. Okay, ja. Ja, und das, ja. Und jetzt sieht man das, wie es hier weitergeht. Ne? Man sieht jetzt, Tyler Lockwood haut um. Stellt sich bereit und jetzt sehen wir natürlich weiter. Was wird ein Pro-Elfner machen? Er hat halt jetzt nach vorne den Pass mit zielsicher. Ja. Ball gefangen und jetzt wird rausgedodged. Und Touchdown. Liebe Zuschauer, da könnt ihr nichts machen. Dafür bräuchtet ihr viel mehr Tackle im Team. Wenn ihr sowas habt, braucht ihr Tackler. Und deswegen sagt euch jeder, wenn ihr viele Elfenteams gegen euch habt oder Läuferteams, Skill Tackle, weil das kann euch nicht nur mit Pro-Elfen passieren, sondern auch mit Hochelfen, Waldelfen, Dunkelelfen, Skaven und mit manch anderem auch noch. Und jetzt für meinen lieben Freund Elrakadusch, nur gegen deine Amazonen natürlich nicht, weil du immer Nahkampf machst. So. Was für ein Spiel. 2-2. Angriff. Ja, die schenken sich nichts. Auf jeden Fall. Solche Spiele, die muss man natürlich auch mal sehen. Ne? Das ist einfach was ganz anderes. Ja. Als dieses Standard-Schlagabtauschspiel. Macht zwar auch Spaß anzusehen, aber so zwischendrin ist das echt mal was anderes. Ja. Und besonders schwierig ist es, wenn man dann ein Prügelteam spielt in der Liga und dann so nebenbei ein Hochelfenteam spielt. Dann ist man natürlich echt erstmal am Rumeimern, wenn man dann auf das andere Team switcht. Ja, man sieht jetzt hier den Aufbau. Wieder der schnelle Zug. Skydiver hat eindeutig heute mehr Freude mit Naffe. Aber die Frage ist, wird es so weitergehen? Wir können es noch nicht sagen. Tyler Lockwood hat den Ball. Nee, Mason Lockwood diesmal sogar. Und man sieht jetzt, wie wieder vorne versucht wird, die Line zu räumen. Oh, Treise ist tot. Ein Feldspieler mit Ringen ist tot, aber er ist nicht ganz tot. Treise existiert weiter. Wie findest du das? Ja, da freut sich unser Freund. Ja. Skydiver hat einen neuen Spieler bekommen. Ihr habt jetzt einmal die Fähigkeit der Nekromanten gesehen, liebe Zuschauer. Er hat Treise nämlich wieder auferstehen lassen. Auf seiner Seite. Als Zombie. Ohne Werte. Brains. Gut. Man sieht, so muss man jetzt, sich auch keine Spieler kaufen, ne? Man nimmt sie einfach aus einem anderen Team. Ja, aber als Zombies, ne? Das musst du auch immer einkalkulieren. Die Zombies sind halt nicht so gern gesehen. Und ich glaube, das ist ein Motto-Team. Ich glaube, er wird Treise auch feuern. Ich bin mir da nicht sicher, aber wenn er das Geld hat, wird er es sicher machen. Wenn er ihn nicht braucht. Man sieht jetzt hier eine Standardaufstellung. Er versucht sich zu aufzustellen. Und jetzt natürlich der Pro-Elf muss natürlich jetzt überlegen, wie, was macht er. Er macht eine Zwei-Linien-Verteidigung, wie ihr seht. Die ist eigentlich nicht schlecht, die Idee, die er da hat. Weil wie will denn Mason Lockwood vorbeikommen? Er kann rechts außen vorbeikommen. An der Seite wird es echt hart für ihn. Jetzt baut er hier hinten auch noch was auf. Gucken wir, das Schieben war wichtig. Ja. Er baut jetzt hier diese wirkliche Zweierlinien auf, weil, liebe Zuschauer, das ist eine gute Taktik. Es sind überall Tackle-Zonen hier, ne? Also jetzt gibt es nur außen vorbei oder links außen vorbei. Und das ist natürlich gefährlich. Jetzt seht ihr, wie Skydiver immer weiter vorrücken wird. Er muss jetzt natürlich Blocks stellen. Er hat jetzt nur einen einzigen möglichen Block diese Runde. Gut, wenn ich Skydiver wäre, würde ich auch noch auf den liegenden Elfen drauftreten, aber na gut, es ist nur ein Gastspieler, das ist egal. Eigentlich nicht. Drauf einfach treten zu, ist es nicht wertvoll genug, darauf zu treten. Aber guck mal, au revoir, sagt au revoir. Au revoir 2 ist raus. Ja. Da kannst du nicht viel machen, wenn du so auf den, du so einen auf die Nüttel kriegst. Nee. Richtig. Was für ein toller Schachzug auf jeden Fall. Also man sieht halt, wie ich auch hier mitfiebere oder mit der Eike auch. Wir haben unseren Spaß an diesem Spiel, weil es halt mal was ganz anderes ist. Wir beide sind eher die ruhigen Spieler, er mit seinen Orks, ich mit meinen Zwergen. Da muss man sagen, wir beide sind eher, in unsere Spiele gehen eher wenig Touchdown-lastig aus, oder lieber? Ja, das ist richtig. Das
wenn es sich nicht gerade festgefressen hat, aber so zwei Touchdowns sind eigentlich, 2 bis 3 Touchdowns sind maximal. Aber hier, das ist schon Spiel von uns. Aber das man ist sieht, schon echt viel dann. Ja, man sieht halt jetzt hier, er versucht jetzt wieder diese 2 Reihen verteidigen zu machen. Er will halt unseren Herrn Nekromanten nicht viel Chance geben, ne? Also ja. Er stellt sich jetzt wieder in diese Zweierlinie und er geht wieder zurück. Er wird hier auch. Ich hätte jetzt gedacht, er dodgt noch weg von an dem Großen. Das hätte ich jetzt erwartet noch, aber gut. Was ja, das ist jetzt ein gratis Block, ne? Das ist halt jetzt gefährlich. Weil es kommt jetzt der Blitz, er wird jetzt wieder aufstehen und der Blitz wird natürlich wieder vom Werwolf gemacht werden. Das ist ganz klar. Man sieht halt wirklich, wo der Fokus bei Skydiver liegt, ne? 77 SSP auf seinem Super. Ja. Teil jetzt noch ein Level und man sieht wieder, mit diesem Blitz schiebt er natürlich in die Richtung der Außenlinie, was natürlich jetzt gefährlich ist, weil nächste Runde kann jetzt einer gesurft werden und das war auch wichtig, weg mit dem Werwolf, davon, dass er den Werwolf gesurft kriegt, ne? Und eine Bedrohung stellen, dass ein Ball nach vorne kommt. Und man sieht jetzt halt, auch er muss immer überlegen, wie stelle ich mich hin, weil diese Elfen sind so schnell, dass auch mal blitzschnell 2 an einem dran sind. Und jetzt geht natürlich, man sieht jetzt hier wirklich, Skydiver weiß durch sein langes Camry-Spiel sein Cage-Spiel, ne? Also man sieht hier wirklich, liebe Zuschauer, einen sicheren Cage. Sicher jetzt auf normalen Weg. Ihr werdet sicher jetzt sagen, nicht alles ist sicher, aber er hat keinen Spieler, der springen kann, also ist er erst einmal wenigstens eine Runde sicher. Aber hier ist. Ja, das ist auch klar. Weil Touchdown-Bedrohung des Gegners ausschalten, ne? Also, die geben sich nichts. Und für mich sieht das hier nach einem 2-2 aus, aber einem verdienten 2-2 für beide Seiten. Was ist denn deine Einschätzung? Vielleicht kommt auf jeden Fall noch ein Touchdown, denke ich. Also, du weil meinst, 3 Runden sind für beide Teams möglich, wenn sich das jetzt nicht so massiv festfrisst. Das dann. Du siehst ja, er baut hier halt diese 2 Linien. Ja. Der einzigste Platz, wo du jetzt vorbeikommst, ist am Rand. Und niemand geht gerne mit einem wertvollen Spieler am Rand entlang. Du siehst jetzt hier wieder, ne? Skydiver versucht so viel wie möglich aufzustellen. Aber ich vermute, guck mal, er baut nach links auf, er will nach links ausweichen. Ja. Also. Was ich jetzt sehen würde, man könnte theoretisch noch mit dem Werwolf versuchen durch die Mitte. Ja, oder eine Cage-Verlagerung nach links, wie er es auch hier versucht. Ja, das Problem ist aber, was ich jetzt sehe, ist, die Elfen sind halt gewandt genug. Um daran zu kommen. Ja, und hätte halt mit dem Fleischgolem den einen geblitzt, wäre der Werwolf schon mal einmal durch die Mitte. Ja, er versucht halt hier diesen Weg, aber ich weiß nicht, ob Skydiver gesehen hat, dass der erstens gewandt hat und zweitens jetzt 2 Spieler ja am Werwurf dran liegen, ne? Also das kann auch noch in die Hose gehen. Jetzt muss ein Foul erfolgen. Oder sehe ich das falsch? Ja. Nein, wird keins kommen. Also theoretisch kann er sich leisten. Der hat jetzt 2 Ersatzspieler und die Elfen sind 2 Spieler in Unterzahl. Aber jetzt sieht man hier, also der Blitz wird auf jeden Fall von Julian. Nein, kommt nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass da geblitzt wird. Doch, es wird geblitzt und er versucht an die Cage-Ecke ranzukommen. Ja. Mit unterstützen, 2 Würfelblock, sehr schön gemacht. Seht ihr, das sind so Spielzüge, die man natürlich in der 2. Liga sieht. Das ist einfach nur wow. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich den 2. Werwolf, der unten in Touchdown-Reichweite steht, blockieren. Ja, einer wird noch rangestellt. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass er halt 3 Leute zwar da hat, könnte er aber mit seiner Masse... Nee, aber wir haben es falsch aufbrechen. Gesehen. Wir haben es falsch gesehen. Er hat es nicht gemacht. Was? Er hat den Werwolf unten nicht blockiert. Das wundert mich eigentlich, aber... Na gut, wird man sehen, ob jetzt ein Pass über die Linie kommt oder ob er sie wegräumt. Wenn er die Linie jetzt wegräumt, ist der Touchdown sicher. Und er schafft es. Also es sieht wenigstens so aus, dass er es schafft. Der hat jetzt noch genug Block. Da ist das Loch, was er brauchte. Ja, aber... Oh, K.O. Das Loch ist auf jeden Fall da. Wir werden sehen, was jetzt noch passiert. Das Gewand ist jetzt nervig. Auf jeden Fall. Und man sieht jetzt, durch Gewand wird natürlich hin und her geschoben. Jetzt haben wir natürlich noch einen Blitz. Auch hier richtig gesetzt. 3 Würfel. Da hätte er hergehen sollen. Oder das, ja, okay.
Das geht auch. Ja, aber sonst ist es gut gelaufen. Hinterhergehen und in die Richtung gehen auch. Er nimmt jetzt wieder einen weiteren Spieler raus. Und jetzt heißt es für mich, wäre das eine Verlagerung hinten rum. Und dann passt Spiel auf den anderen Werwurm durch. Aber dann muss man denken, dann hat natürlich Quittenbaum immer noch einen Zug. Ja, das ist richtig. Ballübergabe ist sicherer, liebe Zuschauer, als ein Pass. Das war ihm jetzt auch wichtig, hier noch den Ausgleich zu machen. Also den Siegfortschuss zu machen. Und jetzt muss Quittenbaum in einer Runde mit einem One-Turner machen. Und dafür wird natürlich Skydiver die Standardaufstellung gegen schnelle Teams machen. Er wird hinten alles hinstellen. Drei schwächere Spieler vorne an der Line lassen. Manko dabei ist, liebe Zuschauer, wenn der Gegner dann Blitz kriegt, zum Beispiel. Oder auch andere Möglichkeiten. Da gibt es Möglichkeiten, einen zusätzlichen Zug zum Beispiel. Das kann natürlich auch passieren. Also da haben wir natürlich immer noch eine Gefahr. Ja. Aber jetzt seht ihr, er baut hinten wieder auf. Er hat... Skydiver sieht natürlich jetzt den Sieg. Es ist Turn 16. Es geht nur noch ein Ausgleich für Quittenbaum oder ein klarer Sieg für Skydiver. Faszinierend gutes Spiel ist meine Analyse dazu. Also mir hat es Spaß gemacht. Also sowas will man sehen. So. Und die standfesten nerven halt wirklich den Quittenbaum, weil das blockiert halt wirklich seinen One-Turner. Ja, er muss halt jetzt mit dem in der Mitte arbeiten. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu machen. Und er muss jetzt wirklich sagen, gut, ich krieg das hin. Man sieht jetzt Anschlussereignis, müsste ich das Allstars haben jetzt. Schrift, da arbeitet er noch zwei. Ja gut, und jetzt ist er natürlich sehr weit hinten. Und man sieht jetzt wieder den üblichen Eröffner. Und er braucht ein Schieben. Er braucht kein Pau. Und somit hat er es schon wieder nicht geschafft. Leider. Er versucht jetzt was, aber ich würde als Skydiver dann natürlich standfest nutzen. Egal was passiert. Man sieht jetzt hier noch vielleicht noch einen Pass, liebe Zuschauer von hinten. Nachdem die Reihenlein weggemacht worden ist. Da hat er sich jetzt schieben lassen. Ja, da hätte ich mich dann auch schieben lassen. Ja. Das war jetzt so. Das war natürlich, lieber Sky, der war nicht sehr freundlich, ne, sich da schieben zu lassen. Aber gut, hast du fair verdient. Lieber Quittenbaum, hast sehr gut gespielt. Pass ist da. Und jetzt haben wir noch den letzten Zug von Skydiver. Da passiert nicht mehr viel. Ihr seht jetzt zweimal eins hintereinander. Das war es bereits, liebe Zuschauer. Eine tolle, ereignungsreiche, schlagkräftige Runde, die ich und der Eike hier zusammen gesehen haben. 2-3 ausgegangen. Mit Toten, mit Verletzten, mit Touchdowns, mit Laufspiel, mit Cage-Spiel, mit Passspiel. Da fehlte nicht viel, oder? Nö, das ist für zwei AG-Teams relativ gut gewesen. Ich zähle jetzt einfach die Untoten dazu wegen den Werwölfen. Wir sehen mal 16. Die relativ agil sind. Guck mal einer an. 16 SSP auf 11 Bonjours Seite. 17 auf der Mystic Stars All-Stars Seite. Ja. Sehr schöne, wenn ihr mal seht, ausgewogene Sache. Gut, viel mehr Tackles natürlich bei Mystic Stars All-Stars. Hier sieht man jetzt hier Blocks. Und bei den Würfelwürfen, da braucht man eigentlich meist nicht drauf zu gucken, weil es heißt ja, es ist immer ausgewogen, was eigentlich totaler Nonsens ist. Aber hier seht ihr, Elf und Joe hat ja ausgewogene Werte. Hier sieht man, die Fünfen sind ein paar wenige gefallen auf Seiten der Mystic Stars, aber man hat hinten 20 Fehler, also es ist ausgewogen gewesen. Ich hoffe, ihr hattet euer Spaß, euer Zatuna und euer Eiko.